Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video zeige ich euch eine knackige Angriffspartie zwischen zwei Nationalspielerinnen. Die eine Petra Papp, ungarische Nationalspielerin mit Weiß, mit Schwarz Melanie Lubbe, deutsche Nationalspielerin. Die Partie fand statt vor 3 Tagen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, könnte diese Angabe jetzt ungenau sein, aber es war ein Länderkampf zwischen Ungarn und Deutschland online, ein Schnellschachwettkampf, 4 Spielerinnen auf jeder Seite, 4 Partien, 4 Runden, 4 Partien, jede gegen jede. Der Kampf ging sehr deutlich aus für Ungarn, 12,5 zu 3,5. Ich habe es live kommentiert auf Twitch und mir ist diese Partie insbesondere in Erinnerung geblieben. Und direkt nach dem Kampf haben sich auch mehrere Leute gemeldet und meinten, Big Greek, analysier doch mal diese Partie. Gesagt, getan. Ich komme häufig den Wünschen meiner Abonnenten natürlich nach und in diesem Fall völlig berechtigt, denn es war wirklich eine sehr schöne Partie. Petra Papp mit Schwarz, die Ungarin, mit Weiß, die Ungarin beginnt hier mit E4. Melanie Lubbe spielt hier D6, D4, Springer F6, Springer C3. Das ist eine Zugfolge, bei der man jetzt, wenn Schwarz G6 spielt, kommt man in die sogenannte Pirk-Verteidigung. Lubbe spielt aber hier E5. Und über Zugumstellung haben wir jetzt die Philidor-Verteidigung. Gut, eröffnungstheoretisch lasse ich euch jetzt mal in Frieden hier, werde ich euch nicht zu sehr mit Details das Ganze beschweren und möchte, dass ihr die Partie einfach nur genießt. So, das ist jetzt hier so eine Grundstellung, eine Grundvariante. Normalerweise geht es weiter mit Läufer C4. Dann kommt Läufer E7, kurze Rochade, dazu gibt es sehr, sehr viele Partien. Das ist so eine Grundstellung der Philidor-Verteidigung, der Hauptvariante dieser Philidor-Verteidigung. Hier spielt aber Papp einen sehr interessanten Zug, der in der Vergangenheit sehr viel von spanisch-lettischen Großmeister Alexei Schirov gespielt wurde, nämlich G4. Ein schöner Angriffszug. Sehr aggressiv, Weiß bietet ein Bauernopfer an. Offensichtlich ist die Idee, den Springer auf F6 zu attackieren. Und das Beste ist, hier Springer schlicht G4 das Bauernopfer anzunehmen. Wie ich schon erwähnte, Schirov, ich kann mich erinnern, der hat schon mal die Partie der Saison in der Bundesliga gespielt mit diesem Angriff hier. Ich meine, das war damals gegen einen polnischen Großmeister, ich weiß noch nicht mal genau, wann das war. Und der hat das in der Praxis wirklich häufig angewandt und diesen Zug salonfähig gemacht, G4. Ist ein sehr gefährlicher Zug. Jetzt kommt Turm G1, greift den Springer an. Dieser geht zurück. Das ist soweit alles Theorie. Oder die Hauptvariante. Hier folgte Petra Papp offensichtlich ihrer guten Vorbereitung. Sie spielte Läufer E3, entwickelt den Läufer und plant jetzt einfach, die Dame zu entwickeln und dann den König lang zu ruchieren. Schwarz beginnt mit C6 hier und möchte ihrerseits mit B5 loslegen. Am Damenflügel. Es folgte Dame D2. Es ging weiter mit B5. Lange Rochade. Weiß war immer noch in ihrer Vorbereitung. Ich muss übrigens dazu sagen, Schnellschachpartien habe ich erwähnt. Das waren 10 Minuten Bedenkzeit plus 2 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Das heißt, wir legen das jetzt hier nicht total auf die Goldwaage, was hier passiert, weil natürlich bei so einer kurzen Bedenkzeit kann man natürlich nicht erwarten, egal von wem, dass er fehlerfrei spielt. Es ging jetzt weiter hier mit B4. Das ist nicht der beste Zug, Theorie. Der kritische Zug ist hier Dame A5. Mit Angriff auf den Bauern B2 und dann mit der Drohung B4. Es ist wichtig, die Dame auch aus der D-Linie zu nehmen. Weil sie, wenn sich die D-Linie öffnet, ist es auch nicht ungefährlich, wenn die Dame dort steht. Aber Melanie Lubbe spielte sofort B4, greift den Springer an. Das sieht auch logisch aus, ne? Weil man denkt sich jetzt so, ja, wenn er weggeht, der Springer, dann kann Schwarz eventuell diesen Bauern schlagen, denn der wäre ungedeckt. Aber, ja, leider war die ungarische Spielerin hier so gut vorbereitet, dass sie einfach auf E5 nahm, obwohl sie dafür 30 Sekunden nachdachte. Und hier steht Weiß wahrscheinlich schon auf Gewinn. Unfassbar, nach gerade mal 10 Zügen. Warum ist das so? So, Melanie nahm jetzt auf C3 raus, das sieht logisch aus, weil mit Tempo greift die Dame an. Ist ein Figurenopfer von Weiß. Weiß schlägt erstmal den Bauern mit der Dame
Und jetzt folgt D schlicht E5. So, wie geht's hier weiter? Weiß hat eine ganze Figur ins Geschäft gesteckt, aber der schwarze König ist in der Mitte. Es folgte Dame schlicht C6 mit Angriff auf diesen Turm hier. Und naja, der muss gerettet werden, ne? Mit Turm B8. Wir sehen auch, die weißen Türme, die weißen Schwerfiguren alle aktiv, die zwei Leichtfiguren entwickelt, während Schwarz hat Probleme, ne? Der König ist in der Mitte, der Turm ist nicht entwickelt, die Läufer sind nicht entwickelt. Gut, der Läufer hier mache ich mal gelb, weil er wirkt schon zumindest auf der Diagonale. Aber was sehr nervig ist für Schwarz, ist natürlich diese Fesselung hier. Und durch diese Fesselung, bedingt durch diese Fesselung, kann Weiß hier auf E5 den Bauern schlagen. Springer schlicht E5. Jetzt kam Dame A5 mit Doppelangriff. Und hier dachte Weiß 2 Minuten nach. Ich weiß nicht, ob sie noch in ihrer Vorbereitung war oder sie sich versuchte zu erinnern an die Varianten. Aber es ist der stärkste Zug, der jetzt kommt von Petra Papp. Und zwar Springer schlicht D7. Läufer D7 und jetzt ganz stark Turm schlicht D7. Bombenstark. Weiteres Qualitätsopfer. Der schwarze König oder die Verteidigung um den schwarzen König herum wird komplett zerstört. Springer schlicht D7. Jetzt hat Weiß sogar einen Turm weniger, ja natürlich, Turm weniger und 2 Bauern, also massig Material, 7 Punkte weniger, das ist viel. Aber nach dem nächsten Zug, Läufer H3, droht Weiß matt. Hier, ne? Droht Schachmatt. Der König steht sehr schlecht hier auf E8. Schwarz kann das nicht so wirklich gut verteidigen, zumal Turm D1 auch kommen könnte, um den Druck gegen den Springer zu verstärken, falls Schwarz jetzt irgendwie mit Turm D8 entdecken möchte. Es ging hier weiter mit Dame B5 geht übrigens auch nicht, wegen Läufer schlicht D7 natürlich, ne? Schach und die Dame fällt. Also es kam jetzt hier Läufer E7. Schwarz macht ein Feld frei für den König. Der soll wegrennen über F8. Es ging weiter mit Dame schlicht D7. Läufer D7 hätte auch gewonnen, aber Dame D7 ist auch ein guter Zug. König F8. So, hier hat Weiß eine Figur zurückbekommen, hat jetzt immerhin Läufer, habe ich gerade gesagt, 7, stimmte gar nicht, 7 Punkte. Schwarz hatte gerade gar nicht so viele, 3 Punkte mehr, ne? Weil Weiß hat hier Läufer und 2 Bauern gegen Turm. Das ist materiell völlig in Ordnung. Also Weiß hat jetzt sein Material zurückbekommen im Prinzip und das ist jetzt ungefähr ausgeglichen materiell. Und darüber hinaus greift Weiß weiterhin an. Ne? Der König steht schlecht und ja, der Turm auf H8 spielt nicht mit. Das ist ein großes Problem hier. Es ging weiter mit Läufer D4. Angriff auf diesen Bauern hier G7. Den muss man decken. Das Beste wäre jetzt gewesen Turm G8 und nach König B1. Der beste Zug, um A2 zu decken, ist die Stellung besser für Weiß, aber noch nicht entschieden. Stattdessen spielte Schwarz hier F6. Nicht so gut. Schwächt hier sehr viele Felder, weiße Felder, und der Läufer wird so ein bisschen eingesperrt hier. Wobei das nicht die Rolle spielt eigentlich. Denn jetzt kommt ein sehr starker Zug von Weiß, E5, mit der Idee, die Stellung zu öffnen. Schwarz nahm auf E5. Turm D8 war hier auch noch eine Idee, aber dann geht die Dame einfach nach G4 und droht auf G7 zu schlagen. Zurück. Es ging weiter mit F mal E5. So, jetzt macht Weiß erstmal einen Zwischenzug. Läufer C3 greift die Dame an. Die Dame bedient sich jetzt auf A2 und jetzt kommt erst das Schach hier auf F5. Aber das ist ein Fehler. Das ist der erste und einzige Fehler von Weiß in dieser Partie, der wonach die Partie hätte kippen können. Schauen wir mal, was hätte Weiß hier besser machen können? Ihr könnt ja auch mal selbst nachdenken, anstatt nur zuzuhören. Ich gebe euch 1-2 Sekunden, bevor ich die Lösung gebe. Das Beste wäre hier gewesen Turm G3 mit der Idee Turm F3, Schach. Und hier gibt es keine Rettung für Schwarz. Nach Dame F7 zum Beispiel, um Turm F3 zu verhindern, folgt Läufer schlicht E5 mit Doppelangriff auf G7 und B8. So, der Turm zieht, aber dann folgt Läufer schlicht G7, Schach. Dame schlicht G7. So, Obacht, die Dame hängt hier noch, die Weiße. Deswegen müssen wir erstmal einen Schach geben. Und hier verliert Schwarz, egal was er zieht, König G8, kommt Läufer E6 Schach. Dann verliert er die Dame. Mindestens. Und nach Läufer F6 kommt Dame schlicht D8, weil der Läufer auf F6 ist gefesselt. 1-0. Wo sind wir hier? Gehen wir zurück zur Stellung nach Dame schlicht A2. Papp
sah diesen Zug Turm G3 nicht, beziehungsweise sie spielte ihn nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihn sah, vielleicht sah sie ihn, aber sie spielte ihn nicht. Ja, ich vermute, wenn sie ihn gesehen hätte, hätte sie ihn auch gespielt. Stattdessen folgte Dame F5 Schach. Und hiernach wird es jetzt eng. Läufer F6 blockt das Schach und deckt den Bauern. Und hier hatte Weiß so ein bisschen Angst, weil es droht hier Dame A1 Schach, ne? Und dann fällt hier der Turm auf G1 durch diesen Spieß hier. Muss man aufpassen. Es kam B3. Der Läufer deckt jetzt das Feld A1, damit kein Schach folgt. Jetzt kam die Dame zurück. Dame A3 Schach, Läufer B2. Und hier kommt jetzt der entscheidende Fehler. Schwarz hatte hier noch eine gute Möglichkeit, die Partie am Laufen zu halten. Und zwar mit dem Zug. Ich gebe euch ein, zwei Sekunden. Vielleicht findet ihr ja selbst. Dame E7. Und danach ist die Partie plötzlich völlig offen. Das Ding ist einfach, dass Schwarz mit der Dame hier den Läufer deckt, den Bauern deckt. Und jetzt kommt einfach, es droht so ein bisschen G6. Was heißt droht? Die Idee ist G6 zu spielen, die Dame zu verdrängen und dann mit dem König sich auf C7, auf G7 hier, auf diesem Feld, dort Sicherheit zu suchen. Dann sind die Türme verbunden und die können dann ins Zentrum kommen. Dann wäre die Partie spannend gewesen. So, stattdessen spielte Schwarz Dame C5 und deckt diesen Bauern hier. Okay. Aber deckt halt nicht F6. Jetzt ging es weiter mit Turm D1. Es droht Turm D7 ganz stark. Und der weiße Turm steht auf der D-Linie natürlich sehr, sehr aktiv. Es ging weiter mit Dame B4. Schwarz kommt einfach nicht hier raus. Ne? Der König steht schlecht, der Turm steht da hinten, kommt nicht raus. Ich glaube, der Turm wird auch nicht einmal ziehen in dieser Partie. Es droht aber Dame F4 mit Damentausch. Das kann Weiß natürlich nicht zulassen. Möchte natürlich hier nicht die Damen tauschen, weil befindet sich mitten im Angriff noch. König B1, so, weggezogen. Dame F4 trotzdem, bietet hier den Damentausch an. Aber natürlich, den nehmen wir nicht an. Papp zog hier Dame E6. So, hier hätte sofort, und das haben beide Spielerinnen hier in diesem Moment noch übersehen, insbesondere Schwarz, Weiß kann hier sofort gewinnen mit Läufer A3. Deswegen hätte die schwarze Dame auf dieser Diagonale bleiben müssen. Schach. So, der König rennt nach vorne und jetzt kommt einfach der Schach hier. König dahin und dann wird's matt. Läufer E7, Dame schlicht E7. 1-0. Stattdessen folgte Dame E6, aber auch danach ist es bald vorbei. Turm E8 und jetzt sah Papp diesen Zug, Läufer A3 Schach. So, wir sehen, der König kann sich nicht retten. Muss was dazwischen ziehen. Läufer E7 und jetzt folgte ganz einfach Läufer schlicht E7 und Schwarz gab auf, denn sie wird matt gesetzt nach Turm schlicht E7. Turm D8 Schach, Turm E8 und jetzt beliebig. Turm schlicht E8 Schach ist matt oder Dame schlicht E8 auch ist matt. Ne? Der König ist angegriffen, kann nicht wegziehen. Eine sehr schöne Angriffspartie von Weiß, basierend darauf, dass sie sehr gut vorbereitet war. Wirklich ein schönes Opfer, eine schöne Opferpartie. Chapeau, Glückwunsch an Frau Papp. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Bleibt mir gewogen, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr immer sofort informiert, sobald etwas erscheint. Und falls ihr Bock habt, meiner Community auf Discord beizutreten, schaut einfach mal auf den Link, den ich im Einleitungstext gepostet habe. Dort tummeln sich schon viele, viele Leute und ja, stellen Fragen, spielen miteinander, suchen Spielpartner. Ganz interessant, was dort so abläuft. Werde Teil der Community, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank fürs Zuschauen.